Das werde ich so schnell nicht vergessen. Allein auf offener See. Boah, jetzt wird mir echt kalt. Was macht so eine Ausnahmesituation mit mir? Ich meine, ich habe gar keine Orientierung. Das Experiment gleich. Für den Terra Express Sommerschwerpunkt bin ich an der Küste unterwegs. Sonne, Wind, Strand und Meer. Und hier sind die Seenotretter im Einsatz. Doch wie genau arbeitet die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Das will ich wissen, denn ihre Aufgaben sind enorm wichtig. Menschen aus dem Wasser holen, Verletzte und Kranke versorgen. 60 Seenotrettungskreuzer und Boote sind dafür ständig einsatzbereit. In Cuxhaven liegt der Seenotrettungskreuzer Anneliese Kramer. Das fast 28 Meter lange Spezialschiff ist für heute mein Arbeitsplatz. Und die Crew erwartet mich bereits. Moin. Moin, Lena. Darf ich rauf? Ja, komm an Bord. Ich komme gern zu euch. Herzlich willkommen. Hallo. Dankeschön. Moin. Andreas. Hallo. Im Sonnenschein geht es raus auf die Elbe. Doch Kapitän Hanno und seine Leute helfen zuverlässig. Mit sicherster Technik und bei jedem Wetter. Alle 14 Tage wechselt die Crew. Ihr seid ja dann 2 Wochen hier wirklich komplett an Bord, oder? Ja, das ist richtig. Und dann auch rund um die Uhr im Einsatz? Ja, es könnte ja auch sein, dass nachts was passiert. Also im Einsatz in Bereitschaft. Ne? Ja. Das heißt, dass wir jederzeit innerhalb von 4 Minuten auslaufen können. Das heißt aber, im Prinzip könnte auch jetzt was losgehen? Es könnte auch jetzt was passieren, ja. Ja. Dann habt ihr Pech gehabt, dann müsst ihr mit. Der Bereich hier vor Cuxhaven gehört zu den meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt. Kaum aus dem Hafen erreicht uns tatsächlich ein Notruf. Mahlzeit, 2 Kilometer Abfall, Leitdamm, da ist gerade eine Yacht draufgefahren. Ich weiß nicht, ob die Hilfe benötigt. Oh. Einsatz! Was ist passiert, Hanno? Bei Kilometer 8 ist ein Leitdamm hier, der die Wattkante abgrenzt. Das heißt, das ist ein Steindamm, der ist auch unter Wasser. Und den sieht man nur bei Niedrigwasser. Und da soll eine Segeljacht aufgelaufen sein. Es kann natürlich theoretisch auch sein, dass Menschen in Gefahr sind. Denn noch ist nicht klar, ob das Segelboot Schaden genommen hat und untergehen könnte. Jetzt muss es schnell gehen. Was genau mit der Yacht passiert ist, wissen wir noch nicht. Sicher ist aber schon, sie liegt an einer Stelle, die für dieses große Schiff hier zu flach ist. Deswegen muss jetzt das Tochterboot raus, hinfahren und schauen, welche Hilfe benötigt wird. Es geht Schlag auf Schlag. Viel Training und Erfahrung der Crew machen es möglich. Schon ist das Tochterboot auf dem Weg zur verunglückten Segeljacht. Gerade die Strömungen können hier vor Cuxhaven tückisch sein. Wie tückisch hat meine Kollegin Wiebke Denker am eigenen Leib erfahren. Was, wenn die Strömung einen gnadenlos vom Strand wegzieht und immer weiter auf die offene See hinaustreibt? Also wenn ich wieder Richtung Küste kommen will, muss ich hier durch. Aber man kämpft wirklich gegen die Strömung. Keine Chance, sich aus eigener Kraft zu retten. In Cuxhaven wage ich ein Experiment. Moin Wiebke. Noch ahne ich nicht, was mich erwartet. Wir haben etwas forderndes Wetter hier, es ist ein wenig mehr Wind da. Wir haben hier einen Wachleiter sitzen und einen Rettungsschwimmer. Die sind also im ganzen Zeitraum von Mai bis September hier. Auch heute werden Leute schwimmen gehen. Die Retter müssen nicht lange warten. Dieser Schwimmer ist schon am Rand der Badezone. Wie gefährlich kann es da draußen denn werden? Gefährlich werden kann die Strömung hier, die man nicht immer sehr offensichtlich sieht, dass hier Strömungsverhältnisse sind. Gerade bedingt durch Ebbe und Flut bewegen sich hier die Wassermassen. Die große Gefahr ist, dass er nicht mehr zurückkommt und mit der Strömung dann hinausgezogen wird. Lieber Badegast, Sie sehen den Wellenschlag. Kommen Sie bitte aus dem Gefahrenbereich wieder heraus. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Die DLRG warnt immer ganz aktuell vor möglichen Gefahrenlagen. Und zwar mit Flaggen. Also die rote Flagge, die kann ich noch deuten. Da sollte ich vielleicht nicht ins Wasser gehen, oder? Richtig erkannt. Rote Flagge, absolutes Badeverbot. Mit erheblichen Risiken verbunden, wer jetzt schwimmen geht. Erheblich Risiko heißt? Lebensgefahr. Lebensgefahr, okay, gut. Ihr habt aber noch 2 andere Flaggen mitgebracht. Was sollen wir die denn sagen? Wir haben zusätzlich noch die
normale gelbe Flagge. Das ist eine leichte Abstufung zur roten. Das heißt, das Baden ist gefährlich, aber möglich. Die zweite ist unsere Standardflagge. Rot-gelb bedeutet, Wasserrettung ist im Einsatz. Wie wichtig es ist, solche Warnungen ernst zu nehmen, zeigen jedes Jahr zahlreiche Badeunfälle. Rettungseinsatz für die britische Küstenwache. Die Strömung hat ein kleines Mädchen aufs offene Meer getrieben. Gerade in Ferienzeiten sind viele zu sorglos und unterschätzen diese unsichtbare Gefahr. Dabei ist eine ablandige Strömung die häufigste Ursache tödlicher Badeunfälle auf offener See. In Griechenland wird ein Mädchen auf ihrer Einhornluftmatratze weit aufs Meer getrieben. Die Besatzung einer nahen Fähre kann es 500 Meter von der Küste entfernt bergen. Wie schnell kann mich die Strömung wegtreiben? In Cuxhaven stelle ich mich dem Experiment. Ich gehe trotz ablandiger Strömung ins Wasser. Abgesichert durch erfahrene Rettungsschwimmer der DLRG. Wir wollen mit einem Surfboard in die Bucht gehen, ins Wasser. Und wollen mal zeigen, wie stark und wie krass diese Strömungen da sind. Und damit wir da wieder rauskommen, brauchen wir euch. Was erwartet mich denn, wenn ich mich da aufs Surfboard setze? Erstmal nicht viel, weil wir hier vorne bei der Rettungsstation nach jetziger Planung anfangen wollen, unser Experiment. Durch den Wind, der heute aus Nordwesten kommt, wirst du definitiv weiter hier in die Bucht hineingetrieben werden. Ab hier wird es dann echt gefährlich, wenn es hier weiter rausgeht auf die Elbe. Ein weiteres Problem wird sein, dass das Wasser zurzeit 14 Grad hat. Du wirst also Unterkühlung erleiden. Du wirst möglicherweise zittern. Deine Kräfte werden dann abnehmen. Also ihr wirkt total entspannt. Ich muss sagen, ich habe total Angst. Aber ich hoffe, ihr holt mich dann raus, oder? Wir holen dich raus. Respekt ist natürlich immer angebracht bei der Strömung. Aber Angst haben brauchst du im Grunde nicht. Eine weitere Gefahr? Sogenannte Rippströmungen. Sie entstehen, wenn Wellen an den Strandbranden und zwischen Sandbänken oder Untiefen eine starke Rückströmung entsteht. Dieser Sog kann Badende aufs Meer hinausziehen und so zur tödlichen Falle werden. Das Team der DLRG bereitet mich gut vor. Du bekommst von uns den Neoprenen S. Ich hätte so im Kinderanzug gerechnet, aber ja. Es ist ähnlich. Der Anzug ist überlebenswichtig, um meinen Körper vor den eisigen Fluten zu schützen. Wir haben auch für dich zusätzlich noch ein richtig gutes Gadget. Und zwar eine Auftriebshilfe. Darf ich mal? Und dann kannst du mal ziehen. Genau. Ich hoffe mal, dass ich die nicht brauche. Wir hoffen das auch nicht, aber man kann das Meer schlecht einschätzen, erst recht bei so einem Wetter wie heute. Mehrere Rettungsschwimmer werden auf mich aufpassen. Denn mit den Gefahren des Meeres ist nicht zu spaßen. Ein Hilfsmittel darf ich mitnehmen in die Wellen. Ein Surfbrett, das auch bei Wellengang über Wasser bleibt. Wind und Strömung werden mich ja gleich erfassen. Worauf muss ich denn achten und wie sehe ich, wie schnell ich abtreibe? Indem du hier an Land dir einen Fixpunkt suchst, zum Beispiel diesen Leuchtturm. Okay. Den kannst du auch später aus der Ferne sehen und du kannst sehen, in welche Richtung du wie schnell versetzt wirst. Mittlerweile bläst der Wind mit über 60 km/h die Küste entlang. Allein das Surfbrett zu tragen wird zur Herausforderung. Leute, das wird richtig heftig. Ich hab echt ein bisschen Angst. Oh. Dann geht's los. Ich stürze mich ins eiskalte Wasser. Kaum durch die Brandung geschafft, erfasst die Strömung der einsetzenden Ebbe mein Surfboard und beschleunigt es. Besonders während der Gezeiten entstehen starke Strömungen. Ich bin mittlerweile schon über 200 Meter aufs Meer hinausgezogen worden. Wenn ich jetzt so darüber gucke, den Leuchtturm sehe ich nicht mehr. Das heißt, ich bin echt schnell. Mit bis zu 8 km/h schiebt das Wasser mein Surfboard weg von der sicheren Küste. Ich versuche, zurück zum Strand zu kommen.
sondern im Gegenteil. Ich werde einfach immer weiter gezogen und geschoben von der Strömung und vom Wind. Selbst ein Topathlet hätte hier keine Chance. Die Wellen, oh, die haben es echt in sich. Aber vielleicht schaffe ich es ja doch noch aus eigener Kraft. Sie müsste mit der Strömung und dann nach links raus hier vorne an dem Leitdamm versuchen, mit der Strömung langsam rauszukommen. Das wäre die einzige Chance. Über 400 Meter hat mich die Strömung jetzt bereits über das Meer gezogen. Ein Zurück aus eigener Kraft ist unmöglich. Und die Strömung zieht mich immer weiter in die Gefahrenzone. Ab hier herrscht Lebensgefahr. Ohne Brett hätte ich keine Chance mehr herauszukommen. Die Wellen sind höher als die Strandlinie. Also ich sehe ganz rechts hinten, sehe ich die Hochhäuser und irgendwo da hinten ist auch die Kugelbahn. Aber wo der Strand anfängt, ich sehe ihn nicht mehr. Oh, es ist echt kalt. Nach über 40 Minuten im Wasser bin ich durchgefroren. Orientierungslos und entkräftet will ich nur noch raus. Langsam könnten sich die Jungs mal auf den Weg machen. Weil meine Arme, die werden echt lahm. Gut, dass das Team sein Versprechen einlöst und mir zur Hilfe eilt. Fang an zu winken. Mit den Händen anzuwinken und den Leuten zu zeigen, dass du Hilfe brauchst. Ein Hilferuf, der weltweit verstanden wird. Hier in unserem Experiment sind die Retter nah. Ich bin so entkräftet, dass ich es nur mit viel Mühe und Hilfe ins Boot schaffe. Erst jetzt wird deutlich, allein auf dem offenen Meer hätte ich keine Kraftreserven mehr mobilisieren können. Ich bin hier nicht dagegen angekommen. Also so einfach auf dem Surfbrett liegen geht mit der Kraft. Ohne Brett wär's echt eng geworden. Ich habe die Gewalt des Meeres am eigenen Leibe erfahren. Und mein Respekt vor Gezeiten und Strömungen, der ist immens gewachsen. Während die DLRG eher in strandnahen Bereichen unterwegs ist, kümmern sich die Seenotretter auf See. Aktuell um dieses Segelschiff. Also freigeschleppt ist es, das war jetzt ja schon mal das Wichtigste. Und jetzt muss noch überprüft werden, ob das Schiff heil ist, also weiterfahren kann, oder wir es vielleicht dann in den Hafen bringen müssen. Der Segler schafft's allein weiter. Mit Ruderrettungsbooten fing alles an. Gegründet am 29. Mai 1865 wurde die technische Ausstattung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger jedoch immer moderner. Heute sind die Kreuzer Spezialanfertigung. Und nicht nur Rettungsschiff, sondern auch Wohnort für die Crew. Unten befinden sich die Schlafkojen der Besatzungsmitglieder. Viel Privatsphäre gibt's nicht. Wie in einer Wohngemeinschaft an Land wird hier gemeinsam gegessen, gekocht und gelebt. In ständiger Bereitschaft für den nächsten Notfall. Wir sind ähnlich ausgerüstet wie ein Rettungswagen. Wir haben EKG-Gerät hier, wir haben Absaugpumpe hier, wir haben Beatmungsanlage hier. Das heißt, ihr leistet dann Erste Hilfe, ne? Plus X, ja, also plus Erweiterung. Erweiterte Erste Hilfe. Oft berichten die Geretteten von dem Gefühl, ganz allein im Meer gewesen zu sein. Eine Erfahrung, die mir die Crew zeigen will. Einige Seemeilen vor Cuxhaven soll ich das Schiff verlassen. Boah, der ist fest. Im Überlebensanzug. Piekst nirgendwo, zwickt nicht. Sitzt, passt, wackelt unter Luft. Perfekt. Müsst ihr mich nur noch rausholen. Ready zum Springen. Die Crew überlässt mich dem Meer. Auf geht's. Die Seenotretter ziehen sich bewusst ein ganzes Stück zurück. Und das sitzt. Von jetzt auf gleich fühle ich mich tatsächlich komplett der Natur ausgesetzt. Ich habe überhaupt gar keine Orientierung. Ich mich nicht schon längst von der Stelle entfernt habe, wo die mich rausgelassen haben. Boah, jetzt kommt Welle.
Eigentlich weiß ich, dass ich mich jetzt wenig bewegen sollte. Doch um Panik zu vermeiden, schaue ich die ganze Zeit rum. Ein Fehler. Boah, jetzt wird auch echt kalt. Und? Ich meine, ich weiß ja, dass die gleich kommen, aber allein fühlt man sich trotzdem. Bei der Crew startet das Rettungsprogramm. Das Tochterboot macht sich auf den Weg zu mir. Jetzt fängt auch das Zittern schon an. Auch so einen Fall haben die Retter trainiert. Die Aufgabenverteilung ist klar. Jeder Handgriff sitzt. Über eine Seitentür werde ich gekonnt in Sicherheit gebracht. Du bist kaputt, ne? Danke. Wolltest du was trinken? Echt? Geh am besten hoch, setz dich dahin. Das Tochterboot fährt zurück zum Hauptschiff. Die Krankenstation an Bord brauche ich zum Glück nicht. Dennoch war die Erfahrung einschneidend. Ich war da draußen und ich dachte, kommen die überhaupt noch? Ey, Wahnsinn, 0,nix. Fühlst du dich so allein? Boah, was für ein Scheißgefühl. Diese Momente da draußen im Wasser bleiben mir im Kopf. Das Meer wird für mich wohl nie wieder nur schön sein. Große Abenteuer gibt's allerdings auch an der Küste. 100 Kilometer an einem Tag, am besten durch unberührte Wildnis. Francie Vogel und ihr Freund Rico Pfeiffer suchen die Herausforderung auf dem Rad. Südam hat ja einen Vorteil, dass es schon mal keine Berge hat, also sind die Höhenmeter keine Herausforderung. Der größte Feind wird der Wind sein. In 2 Tagen wollen sie Usedom komplett umrunden. Die beiden Extremradler aus Dresden trainieren für eine geplante Tour durch Kirgisistan. Doch auch für sie gilt, unverhofft kommt oft. Eine Reifenpanne zwingt sie zur Pause. Das Reparaturset mit Dichtmilch ist immer griffbereit. Dichtmilch? Dein Ventil zum Rennstechen? Hier hast du eine Zivilisation. Hier hast du erstens ein Handyempfang, wo du jederzeit jemanden anrufen kannst, der dich rausholen kann oder Hilfe kommt. Und im Fall eines Falles hast du halt Krankenhäuser, wo du dir sicher sein kannst, dass die Versorgungslage auch passt. Letztes Jahr hat man einen Urlaub gemacht, wo all das nie funktioniert hat. Dabei sind die endlosen kirgisischen Steppen für das Abenteuerpärchen immer schon ein Traum gewesen. Doch beim ersten Besuch auf Rädern wird daraus nach nur 2 Tagen ein wahrer Albtraum. Rico stürzt, schlägt sich die Vorderzähne aus und wird zurück nach Deutschland geflogen. Also ich hoffe eigentlich, dass halt dieses Jahr mal wirklich alles komplett gut geht und wir da jetzt nicht nach 8 Stunden komplett wieder wegfliegen müssen wegen irgendeinem blöden Unfall. Auf Usedom sitzen beide noch fest im Sattel. Was ich persönlich schön finde, es sind meistens wenig Menschen dort und man ist halt komplett frei. Und das hat man ja sonst eher weniger. Und du kannst es wirklich perfekt genießen, die Landschaft, die an dir vorbeizieht, die unterschiedlichen Terrains, die du befahren kannst. Unterwegs auf dem Eurovelo 10. Über 8000 Kilometer führt er durch 9 Länder, einmal rund um die Ostsee. Francie und Rico sind auf dem deutschen Abschnitt des Ostsee-Küstenradwegs on Tour. Heute schlagen sie ihr Nachtlager irgendwo in der Wildnis auf. Auch das ist Teil des Trainings für ihren 2. Versuch in Kirgisistan. Wind war angesagt, Wind ist gekommen, stärker als gedacht und befürchtet. Also Wind war da, aber alles gut, komm, wir sind nicht nass geworden. So und wenn du bei mir im Windschatten fahren kannst, ne, ist die Welt auch in Ordnung. Ja, ja. Extreme Wetterlagen gehören für die beiden auf so einer Tour ohne Unterkunft einfach dazu. Schließlich kann das Wetter an der Ostsee jederzeit umschlagen. Ich könnte jetzt nicht irgendwo in einer Ferienwohnung übernachten, weil das bringt mich so komplett raus aus diesem Draußensein. Das wird nicht gehen. Für Francie sind extreme Radtouren nichts Ungewöhnliches. 2013 fährt sie mit dem Fahrrad vom Erzgebirge bis nach Marokko. Damals beschließt sie, mit dem Rad die ganze Welt zu erkunden.
Mit Rico hat sie einen Begleiter, der diese Leidenschaft teilt. Naturerleben auf zwei Rädern. In Jülich hängt Bernd Schadowski seinen Job an den Nagel. Der Banker will seinen Traum verwirklichen und ab jetzt vom Radreisen leben. Doch dann kommt alles anders. Er bekommt Corona und danach ist nichts mehr, wie es war. Ich war halt topfit, bin, ich glaube, 12 Marathons gelaufen, bin immer mega viel auf dem Fahrrad unterwegs, also richtig fit. Und da musste ich erkennen, nach Covid, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen später, es ging gar nichts mehr. Selbst 100 Meter laufen waren nicht mehr möglich. Und so musste ich halt auch die Touren, die ich geplant habe, also irgendwie um die Nordsee rumzufahren, war halt so der nächste Plan für dieses Jahr. Die musste ich halt jetzt erstmal auf Eis legen. Die Leidenschaft zum Radreisen entdeckt Bernd 2019 auf einer Reise mit seinem Sohn Tristan. Sie wollen gemeinsam die Ostsee umrunden. Bis Riga läuft alles super. Doch dann hat Tristan keine Lust mehr. Er gibt auf. Was tun? Vater Bernd entscheidet sich dazu, alleine weiterzufahren. Erst nach knapp 10.000 Kilometern und 4 Monate später treffen sie sich wieder. Ich freue mich so, dass du hier bist. Stadtsohn Tristan hat jetzt Bernds Frau Susanne Lust aufs Fahrradfahren. Sie will ihn bei einem Kurztrip nach Bornholm begleiten, obwohl auch sie mit Long-Covid zu kämpfen hatte. Einmal um die Insel rum. Das sind so ungefähr 115 Kilometer. Ne? Müssen wir uns ein bisschen aufteilen. An einem Tag schaffen wir das wahrscheinlich jetzt nach Corona nicht. Ich meine, wir haben ja Zeit, dann gucken wir halt, wie weit wir kommen. Der Plan steht. Beide sind unsicher, wie belastbar ihre Körper schon sind. Auf Usedom trainieren Francie und Rico für ihre zweite Tour nach Kirgisistan. Auch die Ausrüstung muss den Härtetest bestehen. Schlafsack. Essen. Reparaturzeug fürs Fahrrad, wenn irgendwas kaputt geht. Warme Klamotten, Wechselklamotten, Regenklamotten. Und das Ganze halt immer in irgendeiner Ausführung, wo man sagt, Packmaß und Gewicht ist schon ziemlich entscheidend. Aber auch so, dass es ein bisschen dauerhaft ist. Ne? Mir nützt ja nichts, wenn es jetzt zwar ultra light ist, aber einmal ein Grashalm berührt, sonst ist es kaputt. Bei einer Fahrradreise muss alles genau durchdacht sein, nicht zu viel mitnehmen und vor allem praktisch soll es sein. Wir machen nie wieder den Fehler und treten eine größere Reise an mit irgendeinem Produkt, egal was es ist, ohne es vorher mal auf dem kurzen Weg getestet zu haben. Wie viel müssen wir denn heute noch fahren? Wir fahren jetzt heute noch 73,3 Kilometer und dann sind wir am Ziel. Das ist ein Kinderspiel. Mit wunderbarsten Rückenwind. Und Sonne. Abfahrt. Abfahrt? Abfahrt. In Kirgisistan planen sie Etappen mit über 100 Kilometern am Tag. 3 Wochen am Stück, wir beide, unser Fahrrad und dann die Strecke, die vor uns liegt und die wunderbare Landschaft. Das ist einfach so, mal schön abschalten. Der Sand der Insel Usedom ist bestes Trainingsterrain für die beiden Extremsportler. Dänemark, Ostsee, Hafen Rönne. Susanne und Bernd Schadowski erreichen ihren Ausgangspunkt. Hier wollen sie versuchen, zum ersten Mal nach Corona zu radeln. So, angekommen auf Bornholm in Rönne. Geht's jetzt los, die Fahrräder sind gepackt. Wir freuen uns drauf. Und los geht's. Endlich wieder auf dem Fahrrad. Doch wird ihre Kondition ausreichen? Aha. Bornholm. Bornholm kann auch Steigung. Einmal um die Insel macht 115 Kilometer. 3 Tage geben sie sich dafür Zeit. Wenn ich wirklich extrem außer Atem bin, dann keucht es halt doch noch irgendwo heftig in der Lunge. Aber heute sind wir 50 Kilometer gefahren. Ein paar Kilometer kommen noch und das ist doch für den Anfang wieder ein guter Start. So langsam strampeln sich Bernd und Susanne zurück ins Radlerleben. Noch läuft alles gut. Das erste Etappenziel ist erreicht. So, man sieht, dass man nichts sieht, denn es ist 22.17 Uhr und man braucht schon, um uns zu erkennen, braucht man wohl irgendwie so eine Taschenlampe, sodass wir so ein bisschen wie Gespenster aussehen. Aber hier bauen wir jetzt unser Zelt auf. Natur pur unterm Sternenzelt. Und schon ruft der nächste Tag.
Und was ist so das Geilste nach dem Zelten morgens? Der Kaffee. Bernd und Susanne entdecken, gemeinsam können sie Radtour. Und Bornholm ist kein leichtes Revier. Ganz anders als auf den Nordseeinseln gibt es hier richtige Anstiege zu bewältigen. Das war Stein. Mann, Mann, Mann. Wir machen jetzt noch ein paar Kilometer. Jawohl, wir machen ein paar Kilometer. So mag ich das hören. Susanne entwickelt richtig Energie. Frische Luft und Bewegung tun beiden gut. Sie spüren, dass sie von Kilometer zu Kilometer Covid immer weiter hinter sich lassen. Das könnte unser Abendessen ganz hervorragend ergänzen. Nämlich leckeren Bärlauch, ganz frischen. Und ja, wir sind uns auch sicher, dass es keine Maiglöckchen sind. Mmh, lecker. Nach mehreren Stunden nähern sie sich ihrem Tagesziel. Ihr heutiger Schlafplatz, ein Küstenwald mit Aussicht, Meeresrauschen inklusive. Wo dann zwischendurch bei Covid so ein bisschen die Hoffnungslosigkeit aufkommt, dass man sagt, oh Mann, wie geht denn das eigentlich weiter? Das ist jetzt der Beweis gewesen, dass es wieder aufwärts geht. Am liebsten würde ich einfach weiterfahren. Und das ist nur der Startschuss für viele weitere gemeinsame Radtouren. Die Küste an Nord- und Ostsee kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise erleben. Ich war für diese Sendung den Gewalten des Meeres ausgesetzt und bin echt froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Jetzt heißt es erstmal genießen. Bis zum nächsten Mal.